Hallo und willkommen zurück zum Mega Man X 2 und wir begeben uns jetzt in die zweite X-Hunter Stage. Und ja, ich war jetzt Wochenende bei meiner Freundin und deswegen habe ich auch keine Aufnahmen gemacht. Deswegen mache ich es jetzt. Och, hört doch mal auf damit. Und hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, was ich jetzt hier Wochenende weg war. Weil das muss auch mal sein. Außerdem bin ich gern bei ihr und von daher. Muss ich auch erstmal abschalten ein bisschen. Hä? Wo ist denn das Ding hin? Ich sehe es nicht, es ist weg. Es ist weg. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt unseren Weg weiterführen. Und habt ihr schon mal von den bineuralen Tönen aus der Pokémon Blau-Rot-Beta gehört? Ja, die haben sie in Lavandia eingeführt, damit man sich schlecht fühlt. Habe ich auch noch nicht gewusst. Und das haben sie wirklich gemacht, damit sich die Leute während des Spiels schlecht fühlen, wenn sie sich in Lavandia aufhalten. Einfach. Und das Problem war, Kinder haben sich, glaube ich, in den Suizid getrieben, hieß es, oder so, weil sie dann diese bimoralen Töne gehört haben. Aber okay, ich finde, man muss schon einen psychischen Knacks weg haben, sonst würde das nicht passieren, dass man sich umbringt. Ich habe mir die Mimo angehört und ich habe übelste Kopfschmerzen gekriegt. Extrem starke Kopfschmerzen. Ich habe immer noch die Nachdrücke davon in meiner Birne. Und hier mache ich immer den Giga Crush, weil wir müssten die vier Waffen da platt machen. Und ich mache es mir ganz einfach, weil dann seht ihr es, zack, der Giga Crush macht alle Waffen kaputt. Und das war es eigentlich auch schon. Dann nehme ich den Sonic Slicer und begebe mich hier nach unten. Weil hier sind wir am sichersten. Zack, ihr seht schon. Und dann müssen wir nur noch drauf schießen und es passiert uns so gut wie nichts. Aber hier mit den binauralen Tönen. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich rate aber davon ab, wenn man wirklich höllische Kopfschmerzen kriegt und dann dröhnt der Schädel erstmal eine Weile. Warum man sowas überhaupt macht, ich finde, sowas sollte man nicht reinpacken. This is impossible! The prophecy must be fulfilled! Und da ist er auch schon tot. Das ist Quatsch. Entschuldigung. Auf jeden Fall, das ist einer der Dinge, die nicht ins Spiel eingepackt werden sollten. Aber es sollte uns nicht interessieren, weil jetzt haben wir erstmal dieses Stageplatz gemacht und ich werde auch Pokémon Rot und Gelb und was weiß ich nicht alles, werde ich nicht spielen, weil als Kind haben sie mir Spaß gemacht, mittlerweile machen sie das nicht mehr. Und ich sage, wir betreten direkt die nächste X-Hunter Stage, weil wir noch gerade mal 4 Minuten da für die Stage verbraucht haben. Ach, Mann! So, komm. Ja, ist klar gewesen. Na komm, zack. Oh, da ist ein Leben. Ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Dann habe ich... Ach, hör doch, lass mich doch los. So. Oh, jetzt stasht er nicht. Boah. Und diese Stage hat was Besonderes... Nerviges. Nichts Besonderes, nur nervig. Und zwar, ihr seht, wir müssen mit dem Platten versuchen, nach oben zu kommen. Theoretisch hätte ich das auch anders machen können. Habe ich jetzt einfach nur zu Vorführzwecken gemacht. Weil gleich kommt noch eine Plattform und das wird nervig. Sehr nervig. Hier weiß ich nicht, ob wir noch so hoch kommen würden. Ich gucke. Ich glaube aber, das würde ich sogar noch schaffen. Mit viel Glück, aber hier nicht mehr. Ich hoffe, ich schaffe es auf Anhieb, weil diese Stelle verbraucht extrem viel Zeit, sag ich mal. Und, ja. Ach, genau deswegen mag ich es nicht. Und, schaffe ich es, schaffe ich es. Nein, dieser Pixel wieder. Mann! Das meine ich. Schafft das? Ja! Die Stelle ist eigentlich die Stelle, wo ich immer am Hängen bin, die Blöde. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Knall die nochmal ab.
Und ich will die Leiter hoch, weil ich will was mir holen. Was war das hier? Oh ja, jetzt schießen wir kilometerweit wieder. Es war so abzusehen und ich gehe trotzdem weiter. Mann, ich hasse diese. Den haben sie so richtig schön blöde platziert. Und tut mir leid noch für den Vogel. Heute sind die irgendwie ein bisschen hyper. Ich hoffe, man hört den nicht in der Aufnahme. Weil ich habe schon eine Aufnahme heute platt gemacht. Deswegen, weil sie mir da zu oft reingeschrien haben. Weil ich habe keinen Nerv, dass sie hier euch ins Ohr schreien. Es ist schon hart, wenn sie mir ins Ohr schreien. Aber ich muss das ja nicht noch meinen Zuschauern antun. Und oh, Glück, 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 Glück. Geh, und du geh weg. Ich will hier nur noch durch. Zum Boss dieser Stage. Und wir haben sogar, wir haben gerade mal 6 Minuten verbracht. Und nee, das ist nicht euer Ernst. Und das zweite Mal hat das gut geklappt, aber dann hat meine Aufnahme nicht richtig aufgenommen. Die hat dann, habe ich einen schwarzen Bildschirm gehabt. Das wollte ich, war auch blöd. Den wollte ich auch nicht haben. Und ihr seht, hier ist Argyle. Und er ist irgendwie jetzt in einen Kampfroboter reingegangen, weil er so wütend ist und weil er so schon in seiner normalen Form auf die Schnauze gekriegt hat. Aber hier finde ich ihn angenehmer, weil er macht nicht so viel Schaden, ihr seht. Deswegen, naja, sag ich mal, machen wir ihn platt. Ich mach das immer, ich stelle mich immer hier hin, weil dann kriegen wir den wenigsten Schaden. Ihr seht, höchstens mal von denen und die ziehen einen ab. Also, das ist nicht die Welt. Und ich glaube, die gehen sogar kaputt direkt. Und hier ist auch schon Geschichte. No, this cannot be, Master, avenge me! Ja, er ist auch platt. Ich überlege mal, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 7 Minuten. Das ist doch genügend. Um noch ein paar der Great 8 zu machen. Ich werde dann halt auf der Hälfte, glaube ich, so mal einen Cut setzen. Und dann anschließend von dort aus weitermachen. So. Das hätten wir auch. Ich werde jetzt auch diesmal keinen Quick Save machen, also keinen State Save. Weil ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, dass dann wieder nicht richtig aufgenommen wurde und ich sehe dann nichts mehr und muss dann wieder komplett von neuem spielen. Da habe ich auch keinen Nerv drauf. Und hier, ich weiß nicht, ist die vielleicht heil oder ist die einfach nur Zierde? Das würde mich mal interessieren. Wenn man da, oder kann man da einfach rein? Ich habe das nie ausprobiert. Egal, wir gehen jetzt zu den Great 8. Wen haben wir hier? Das sieht schon so nach Flamestack aus. Ich weiß nicht, in welchen einer steckt. In welche Kapsel wählst. Also man kann so einigermaßen erraten, in welcher Kapsel wer ist. Und wenn man die Map vorher sieht, also wo man drauf ist. Mann, das ist doch gemein. Ach ja, was noch zu sagen hat, hier irgendwie, ich bin der totale Katzenliebhaber, aber Vögel, ich weiß nicht. Das ist so saudämlich. Ich mag Katzen und hab Vögel. Ich würde mir auch gerne eine Mieze mal holen. Ja, ich hab es. Von jemand ganz bestimmt, wenn ihr es erratet. Das ist nämlich einer meiner liebsten Let's Player. Gehört zu meinen Liebsten. Mit dem lieben Final Level Gamer auch. Und ich muss sagen, es Final Level Gamer, er hat spielt auch die X-Reihe. Und auch, er spielt sie sogar noch besser als ich. Also ich würde auf jeden Fall einen Blick hineinwerfen, meinem lieben Final Level Gamer. Also, einen sehr netten Charakter, finde ich, hat er. Und ich mag seine Let's Plays, weil er einfach ist, wie er ist, da habe ich das Gefühl. Und deswegen gucke ich sie auch so verdammt gerne. Aber wir sind jetzt hier nicht bei, wir machen Werbung für irgendjemanden. Und sag mal, wir starten direkt durch. Ach, ich hab so ein paar Probleme gegen ihn. Wenn er, aber er ist eigentlich einfach. Ah, nein! Ich spring da rein. Da sind die Inst. Ich hab daran nicht gedacht.
Und nochmal. Ja, ich werde auf jeden Fall einen Cut setzen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich hoffe, dass ich die Bosse bis dahin platt kriege. Also genügend Zeit haben wir nicht mehr. Oh. Ja, komm. Deswegen, ich mag... Er rennt noch mal rein. Das ist ja mal sehr interessant. Zack. Bitte nicht. Mann! Was soll das? So. Ach ja, hier nochmal zurückzukommen mit Mietzimmer, wer das herausfindet. Weil ich habe es bei jemandem geguckt und er sagte, ich soll es mal, man soll es verbreiten, überall die Mietzimmer. Und ich werde es machen, hier die Mietzimmer. Weil ich mag Katzen und ich finde irgendwie den Ausdruck Mietzimmer einfach absolut geil. Deswegen mache ich hier auch für ihn den Aufruf. Schreibt es überall hin. Braucht keine Videos machen. Sagt einfach überall die Mietzimmer. Und zwar erstmal dann hänge ich mich überall ab. Hallo? Jetzt ist der Zug abgefahren. So. Und zwar, ich bin mal neugierig, wer weiß, woher das kommt, die Mietzimmer. Ich wette, einige werden das kennen. So, und den mache ich... Ach, ich mache den hier mit dem Buster und mache... Ich habe nämlich was versprochen zu zeigen. Das werde ich auch einhalten. Und zwar ist es... Ach, der dreht sich auch noch, das wusste ich gar nicht. So, und deswegen werde ich jetzt erstmal voll auf die Schnauze kriegen. Und, ach ey, ich hasse diese Heiter-Tai-Kombo oder von ihm. Heiter-Tai-Kombo, weil ich nicht in der Lasse schwingen kann. Ah. Na komm. Hallo? Ey, das hat er auch noch nicht gemacht. Dass er das einfach... Oh Mann. Zack. Zack. Und dann gucken wir mal. So. Och, jetzt macht er... Ausgerechnet, dann machst du deine Deathspread, wenn ich den Schuss abfeuer. Das ist doch... nicht lustig. So, zack. Mann, ey. Oh, ich hasse den Boss. Vor allem wegen der Scheiße. Und weg ist... Ach nein! Ich blöd, Mann. Na, ich werde es euch sagen. Er ist, wenn wir ihn mit dem Sonic Slicer platt machen, dann teilt er sich in zwei Hälften, wenn er stirbt. Und ich finde die Animation cool, weil das ist nicht bei jedem Boss so, dass man hier irgendwelche besonderen Animationen hat, wenn man den tötet. Ich bin so blöde. Ich bin so blöd, ja. Komm, wir machen... Egal, scheiß drauf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde jetzt nämlich die Waffe gegen ihn einsetzen. Okay. So. Wir müssen das jetzt schnell über die Bühne bringen. Und zwar... Ach so. Ach. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch, ohne irgendeinen Tank zu benutzen. Ah, geh doch! Hopsasa, genau so soll es zu Hopsasa gehen. Zack! Ach, warum, ey, Ex, warum springst du dahin? Das ist doch nicht wahr! Egal, wenn ich jetzt drauf gehe, scheiß drauf. Ja, ich habe ihn mit einem... So, wie viel Zeit haben wir noch? Noch 5, also ein paar Sekunden, würde ich mal sagen. So. Ich sag mal, hier werde ich einen Cut setzen mit einem ausgepowerten Mega Man X und sage bis zur nächsten Folge. Auf bald und viel Spaß beim Zugucken, euer Morion.